Bub, es läuft. Okay, da sind wir wieder. Macht es euch mit? Was? Nein, mit dem letzten, hoffentlich letzten Teil, würde ich sagen. Ja, wir hoffen beide. Also, wenn man ehrlich ist, soll man ja nicht sagen, aber hoffen wir schon, dass der letzte Teil wird. Macht es euch bequem. Macht das Licht aus oder an oder lasst es flackern vielleicht. Das ist vielleicht richtige. Für die richtige Stimmung, ja. Macht euch die Pizza nicht warm, sondern einfach kalt reinbeißen und sagt dann irgendeinem Kumpel oder der Mama Bescheid, dass sie einfach immer am Lichtschalter. Hoch und runter regelt, während ihr das guckt. Dann habt ihr das Gefühl, was wir spüren, wenn wir mit Curtis durch die Bewegung gehen. Und es war ein wunderbarer Moment am Ende der letzten Folge, wo wir endlich uns den Sicherheitszugang selbst hochgestuft haben. Keiner hat es gemacht. Alle sind sie nacheinander weggestorben und dabei ging es nur um so einen blöden Zugang. Und endlich haben wir es geschafft. Dank Trevor, der sich für uns reingehackt hat. Eben. Der alte Anonymous, der alte 4chan-Homie. Keine Ahnung, wie die sich nennen. Ja, Fortschani. Okay, nein, wir sollten uns mit denen nicht anlegen. Nee, das ist alles. Wir lieben die Person, alles gut. Ich habe gestern ein bisschen nachrecherchiert, man ist ja ab und zu schon mal auf 4chan, aber ich hatte ich dieses ganze Universum mehr oder weniger in Ruhe gelassen. Und es ist faszinierend, dass es neben Reddit, und da würden jetzt alle 4chan dann natürlich sagen, das gab es schon viel früher, was weiß ich, mir doch egal. Oder ist viel krasser. Aber was ich sagen will, ist, du denkst, Reddit ist schon krass groß und teilweise absurd widerlich. Und dann ist halt schon einfach dasselbe nochmal, nur so wie der debile Bruder von Leuten, die alle ein bisschen an einer der Waffel haben. Schokolade. Aber auch sympathisch. Aber halt das sind alles eben, irgendwo muss ja die Kloake des Internets sein. Ja, das würde ich gar nicht vergleichen, weil da sind sicher auch smarte Leute, die einfach... Absolut. Aber du kannst ist die Tendenz einfach eher dazu, Sachen erstmal anzuzünden. Also wenn weißt du, es gibt die was gut finden, die was schlecht finden und die es direkt anzünden wollen oder so. Oder vergewaltigen. Ich weiß es nicht. Und dann anzünden. Und dann vielleicht, ja, und selbst dafür gibt es irgendwie ein 4chan-Board. Ja. Du wirst lachen, da war kurze Geschichte, nur wirklich ganz kurz. Und zwar ein Ding, es gibt auf Reddit, gibt es ein Subreddit, wo die besten Geschichten von 4chan sozusagen gesammelt werden, weil die ja auf 4chan auch mit der Zeit verschwinden. Ja, das sind ja relativ schnell weg, da wird ja nichts gespeichert. Nur das, was sehr populär ist, bleibt überhaupt eine Weile da, was ja der Reiz auch so ein bisschen des ganzen Messageboards ist. Und das war dann so gesammelt. Und es hieß irgendwie, die Jungs aus Blablabla können super mit Frauen umgehen. Und ich weiß jetzt nicht mehr, welche kryptische Unterrubrik das war, in der diese Diskussion stattfand. Auf jeden Fall gab es einen Typen, der meinte, ey, hier, dieses Mädel, die redet über Bücher. Und guck mal, wie naiv die ist. Und guck mal, die glaubt noch an alles so. Und voll das liebe, nette Mädchen, was über Bücher redet. Und wie es kommen muss, sie haben natürlich angefangen, sie direkt zu terrorisieren und irgendwie versuchen anzugraben. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass sie wirklich total die nette, naive Liebe ist, die schon auf die simpelsten, unterschwelligsten Kommentare, Disse und so, die sie so abgeliefert haben, schon so total so ganz schlimm reagiert hat, wo man denkt, oh Gott, das findet die jetzt schon schlimm, ja. Und dann fingen die Leute halt das Licht an. Und dann ging das so weit bis zum Ende, dass sie halt irgendwo um Hilfe gefleht hat, weil sie irgendwie die Kommentare nicht versteht und hat dann am Ende ihren YouTube-Kanal geschlossen. Und es war so in 8 Bildern wie so eine Bravo-Foto-Love-Story, nur das Gegenteil, die 4chan-Hate-Story. The government is down! Bring that motherfucking government up! Und es war irgendwie so schön zu sehen und das ist symbolisch für dieses Forum. Es wird interessant zu sein, mal zu sehen, wenn die Gesellschaft mal sich so durchgeschaffelt hat, dass quasi sie fast nur aus Leuten besteht, wo diese Foren und 4chan und Reddit und sowas schon vorhanden waren, ne? Diese Art von Kommunikationsmethoden. Und weil wir hatten diese Art von mentaler Kloake ja nicht, wo wir einfach alles dann ablassen können, was uns vielleicht dann bedrängt im Tag. Der ist ja vielleicht gar nicht schlecht, wenn man das mal ab... Ist vielleicht gar nicht schlecht, vielleicht hilft es manchen Leuten, wenn sie es ablassen können und wenn es dann so schön auch dann sowieso den Drain runterspült. Das Problem ist, wenn jemand gerade unten da drum schraubt und das Ziel dann ist von dem ganzen es trifft halt oft auch echt Leute, die wirklich mit sowas nicht umgehen können. Ja, wen es hätte treffen sollen. Ja, Curtis. So kommen wir wieder zum Spiel. Er hat verdient. Halt den Mund, du Wichser. Die Tür da drüben ist nix, oder? Nein. Ist es die ominöse Cafeteria, der wir hin wollen? Vielleicht ist es wirklich die Cafeteria, aber wir wollen ja eigentlich spionagemäßig runter. Warum eigentlich? Weil Curtis natürlich
den Beweggründen der Firma auf den Leib spülen. Wir haben uns die höchste Sicherheitsstufe gegeben und jetzt fühlt sich das gerade an, als ob wir unten im Umbrella-Labor gelandet sind. Hier ist auf einmal so weiß und klinisch und irgendwo lurkt noch ein Tyrant um die Ecke. Das ja. Das wackelige Holzbüro wird auf einem alten Indianerfriedhof gebaut und der wurde über einem Labor der geheimen Umbrella. Das geheime in der Wache Labor. Ja. Ha? Gespenst. Woody Harrelson? Die Zeit wird knapp. Beeilung! Er war hier schon mal. Ja, oh, das und dann, hätte man sich denken können. Seit 30 Jahren liegt hier dieser Laborkittel Laborkittel von ihm. Oder ist es gleich so ein wahnsinnigen Kittel? War schon. Dr. Wahnsinn. Dr. Wahnsinn. Dr. Wahnsinn, kommen Sie bitte in das Labor. Und bringen Sie Ihren verrückten Humor mit. Das ist doch der von meinem... Nee, doch, das ist eine Zwangsjacke. Ja, jetzt, aber die liegt da jetzt wie lange? Seit 30 Jahren. Ja, so alt ist er ja noch nicht. Verdammt! Die Zeit wird knapp. Es wird verdammt eng. Jonas, los, holen Sie Marek. Er soll uns einen anderen bringen. Beeilung! Also, die Verrückten schmeißen sie in dieses Solarium da rein. Sie beschwören da irgendeine Kraft und brauchen irgendwie ein Gefäß dafür. Gib mir mehr Körper. Ja. Oder liegt da was auf dem Boden oder ist einfach nur Renderdreck? Das hier ist bestimmt wichtig. Nee, nee ist total unwichtig. Renderdreck. Ein Renderdreck. Gut, oh, geradeaus. Wo sollen wir bloß hin? Okay. Oh, Licht. Aber das ist kein Wanderdreck. Das alte Baggerauto. Ein Drecksbaggerauto liegt noch da. Geil. Da habe ich das damals also liegen gelassen. Mr. Brumbrum. Da bist du ja. Man hätte einfach nur durch den Exit-Eingang rein können. Dann. Papa, was ist denn los? Das steht echt doch genauso da. Ja, echt wirklich. Auch Topfhaarschnitt, Zahnlücke, alles, was man braucht, ne? Das ist ja Mama. Nee, doch nicht. Das ist die verbotene Tür, Mann. Ja, irgendwas hat er dort gesehen. Das ist ein Blick in seine Seele. Und er packt zigzag dann... Oh, nee. Hat er es mitgenommen? Was ist dabei? Ja, hat er sich in die Hosentasche gesteckt. Echt? Nein, er ist liegen gelassen. Ist nicht mal auf was dem Boden. Was soll er damit? Er ist jetzt erwachsen. Er braucht das nicht mehr. Das ist besonders die erwachsen. Kleinen Spielzeugbagger. Er spielt nur noch an sich selbst rum, ne? Scheiße! Wo zum Teufel ist er? Nimm ich einfach dich? Ja. Komm doch mal her kurz. Ist vor allem, komm. Du führst als. Also der Vater von ihm führt illegale Experimente durch. Und es war außerdem, bringt deinen Sohn zur Arbeit, Tag, oder wie? Ja, da hat er einmal nicht aufgepasst. Man Daddy, kennt nein. Das kaum. Kurz nicht aufgepasst, schon ist der Sohn vom Teufel besessen, ja. weil der Chef im Keller Experimente. Ey, das ist doch alles. Ausführt. Das ist doch alles blöd. Es ist wirklich keine. Es ist nicht mal auf einer Trash-Ebene eine besonders gute. Nee. Da hätte ich lieber ein Monster rennt irgendwo rum und bringt Leute um. Eben. Fände ich alles besser. Was ist denn das hier irgendwie? Das größte Monster das ist der Auflösung. Mensch. Ja, aber man wusste doch schon ab Tag 1, dass der offensichtlich irgendwie, weil man es doch schon gesehen hat. Es fing doch an mit... mit dem Passwort. Man hat es doch schon wirklich am Anfang alles gerafft. Und jetzt ziehen sie das hier auf irgendwie 3 Spielstunden. Ist das eine andere Zwangsjacke da unten oder ist es die gleiche? Ja, hat er eine andere. Nee, die hat er, das ist nur ein Lappen. Das ist seine Schmusedecke. Da hat er jetzt den Schmusedecken-Lappen. Tiffel-Flashback. Tiffel, wo ist meine Schmusedecke? Tiffel-Flashback, der ist sehr wichtig, der erklärt bestimmt alles. Hä? Hä?
Das ist hier. Ist das sein Zombie-Bruder oder was? Ja, das war der hier Voldemort. Das war Voldemort? Das, dieses kleine Voldemort-Baby. Ach, stimmt, ja. Ich verstehe umso weniger. Das habe ich jetzt auch nicht verstanden, aber gut. Also ich hätte jetzt gedacht, das wäre vielleicht, nachdem er in dieses Solarium geschmissen wurde. Oh Gott. Vielleicht? Ist das das Passwort? Ist das das Passwort? Ah, nein. Ist das das Passwort? 9.10.58. Na gut, warum nicht? 9.10. Was? Ja, ich weiß, dass es nicht stimmt. Hä? Game over oder was? Kommen Sie, Curtis. In Ihrem Zimmer ist alles genau wie früher. Hä? Alter, war das Game Over? Craig im Grab? Weil wir die Zahl falsch eingestellt haben. Im Grab? Die haben ihn ja nicht umgebracht. Die haben ihn einfach nur in den Scheiß Zimmer. Ja, ganz genau. Aber, okay mach nochmal. Wo schmeißt er einen da raus? Auch bitte nicht jetzt irgendwo. Aktuell Spiel vor der Turnszene wieder starten, okay? Nein, möchte ich nicht. Nein, bloß nicht. Ja. Dann. Ich hab doch. Okay, also. Ja, so. 9.10.58. Easy. Easy Pupi. Kommst du mir hier mit deinem Geburtsdatum oder was weiß ich? Aber wir sind die Internetgeneration. Wir haben da schon viel mehr an Passwörtern. Nichts passiert, aber kurz vor Ende Todesszenen. Die war wirklich unnötig. Ist auch das erste Mal, oder, dass man sterben kann. Auch super unnötig. Es hat nichts gebracht. So, jetzt haben wir dich. Ich wette, sie kriegen ihn trotzdem nachher. Aber da sieht es dann wieder anders aus. Da erklären sie mir erst alles und dann irgendwie kommt jemand anderes und rettet ihn. Trevor rettet ihn. Oh, hoffentlich. Durch ein Computervirus. Ja, ich will, dass Trevor der Held dieses Spiels ist. Trevor hat es am meisten verdient. Ist der Beste. Der heimliche Held. Ja. So heimlich nicht. Okay, also da ist dieses Threshold, diese Schwelle hinter diesem Star Trek-Panel. Okay. Das ist so ein bisschen hier der Enterprise unten im Maschinenraum, ja. Das hat so kaputte Maschinenraum in unserem richtigen. Auf Deep Space Nine. Oh Gott, steht das ist eine Lichtorgel einfach nur, die hier stehen. Steht auf Kardassianisch alles drauf. Und ab und zu ein bisschen blitzen. Wenn ihr sowas jetzt daheim habt, dann seid ihr echte Phantasmagoria 2. Ja, das stimmt. Ganz viele Knöpfe. Ey, irgendeiner hat gerade die Lichtorgel da. Exakt die stehen daheim. Geil, er kann es direkt bedienen. Hier, das schraube ich ein bisschen, da weiß ich genau, was ich tue. Ja, das Geilste wäre, wenn das Gebäude jetzt wegfliegt. Und wir am Steuer ist. Take off in genau Sekunden. So, schon wieder ein Passwort. Okay, also, Donner? Donner, Littchen, und Rosette war das andere, ne? Ja. Rosette. Ja, ach Gott, wir sind viel zu klug für dieses Spiel. Wir bedauern, dass wir die gewünschte chemische Verbindung nicht synthetisieren konnten. Warum? Wir konnten, da uns die erforderlichen Materialien fehlen, bitte liefer uns zwei lebende... Wenn Love Maxim, zwei lebende erwachsene Menschen. Oh, welchen Status hat der Zwilling? P.A. Warner? Den Status, ja. Ja, was soll ich denn da für einen Status? Ich habe nur diese fünf Buttons. Wie? Warum? Wann? Da passt nichts von, ne? Ich nehme warum, oder? Warum? Sagen wir es um den Zwilling. Es ist ein Teil von uns. Wir sind ein Teil Zwilling. Von ihm. Alter, heißt es, wir haben einen Zwillingsbruder irgendwie? Ja, und der macht natürlich dann die wahrscheinlich, ganzen wahrscheinlich, er ist das der Böse. Das ist der ohne Brille. Okay, alles wenn klar. Wenn er die Brille abnimmt, ist es wie wenn er einen Zwilling startet. Alles klar, das ist stimmt. Das ist quasi so von Craig zu Craig. Craig. Mr. Craig. Mein Name ist Craig. Lebt der Zwilling? Ich bin nicht Craig. Nein, er lebt nicht. Wieso? Ich würde die verarschen einfach. Aber der Computer weiß alles. Der weiß, dass wir lügen. Wann? Ich versuche ihn abzulenken. Wir verstehen nicht. Bitte tritt ein und sprich. Hä? Wie? Oh. Verlassen? Oh. Paul Warner, bitte tritt ein und sprich. Ich habe immer nicht geantwortet. Ich habe mich um die Antwort so ein bisschen rumgedrückt. Du hast dich ein bisschen rumgedrückt, ja. Vielleicht kann uns noch dienlich sein. Okay. Okay. Also, du kannst... Hier ist was, da ist den Schalter... Da drehen kann nicht. Ich mich auch nicht. Es ist nur das und das. Und das Leuchtding, da ist auch nichts, oder wie? Nee. Dann vielleicht den Schalter erstmal probieren, bevor wir die Tür verlassen. Okay, was ist das? Ups.
Hier, diesen Fax. Space Fax. Ja, wirklich komisch. Was? Echt? Okay. Oh, was hast du denn? Ach, dein Chipkarte? Der Ausweis, der macht. Ja, das ist, Oh nein. Game over. Und Irrenhaus. Das war exakt die gleiche Szene. Kommen Sie, Curtis. Schnitt Irrenhaus. In Ihrem Zimmer ist alle. Ja. Also das ist jetzt echt nicht nötig. Okay, dann diese ganzen. Das ist wirklich nicht nötig. Hat jemand gesagt, wir brauchen unbedingt noch Tode in einem Spiel. Sonst wäre es nicht von Sierra. Ja. Und sonst fällt den Leuten vielleicht noch auf, dass man immer nur geradeaus wie an der Perlenkette einen Move nach dem anderen machen muss. Ja, dann verzichten wir doch darauf. Okay. Und gehen durch die Tür einfach. Ich will kurz gucken, was ist das nicht? Habe ich noch einen anderen, irgendwas mit einem Ausweis? Nein, natürlich nicht. Okay. Gut, dann verlassen wir das. Kann ich das verlassen? Guck mal an der Seite. Da. Ja, dahin. Ah, die haben jetzt die Tür geöffnet, wer auch immer am Computer geantwortet hat. Aber ich habe doch schon Sicherheitsstufe 3. Noch mehr ging gar nicht. Also ich bräuchte einen anderen Ausweis. Ja. Da ist gar keine Tür, macht nur Pantomime. Bin leider zu schwach für diese Tür. Ja, ich bin ein halbes Hemd, ich weiß. Die Tür hat gewonnen. Ah. Okay, ja, dann nochmal. Runde 2 Tür. Okay. Hast du wohl gedacht? Möchtest du vielleicht das korrekte Gespräch am Computer machen? Moment, lass mich kurz diese Tür erst öffnen. Eben habe ich was klang gehört. Gott, lass es. Es war mein Jochbein. Mein Jochbein. Ich komme wieder. So. Computer geht auch nicht. Computer sagt nein. Also wir haben nur die... Habe ich noch hier? Warte mal, kann ich vielleicht... Du hast ja recht. Ich muss mit dem Schraubenzieher das Ding den Computer hacken. Scheiße. Ich habe natürlich eben auch vielleicht die falsche Auswahl irgendwie getroffen. Vielleicht müssen wir noch mal mit... mit Frank wollte ich schon sagen, mit Trevor reden, dass der noch seine Hackkünste noch weiter macht, weil jetzt können wir nur Stufe 3 machen, vielleicht brauchen wir wirklich Stufe 5. Ja, ich stimme dir zu. Mal raus. Aber wir können ihn ja, wie können wir ihn kontaktieren in dem Laden? Das wird einfach, glaube ich, dann, der hängt ja nicht immer dann im Café dann rum. Oder wir treffen ihn bei der Pornoparty später. Ja, vielleicht können wir mittlerweile tatsächlich rausgehen. Ach ja, stimmt, da war noch die Einladung zur Pornoparty, ne? Ja, ja, stimmt. Wir haben ja auch einiges erreicht schon. Aber es ist aber wir auch können ein jetzt einfach wieder zurück. Es wäre aber ein sehr komischer Moment, um hier jetzt rauszugehen. Für mich fühlt sich das jetzt so, okay, du bist jetzt hier hingekommen, das ist der Punkt, wo du dann drüber drücken musst in die neuen Story-Part. Jetzt musst du irgendwie genau das letzte Rätsel lösen und dann bist du am Ende. Aber stattdessen nochmal auf eine Party gehen und sich wieder irgendwas... irgendwo hinjagen lassen. Ich habe selten übrigens einen traurigeren Haufen an Items gesehen, außer lauter verschiedene Zettel und Fotos, die er hier dabei hat. Die auch wieder nur für irgendwie ein Video stehen, Flashback. In irgendwas. Allen anderen Adventures hast du so viel buntes Zeug, Skelettarme, Ipecac-Sirup, was auch immer. Na? Murray, der Schädel. Du bist so furchteinflößend wie ein Türstopper. Ist es ein richtig böser aussehender Türstopper? Naja. Ja, Murray ist eigentlich das coolste Item. Murray ist Item. Das Beste. Ja. Ich glaube, haben wir jemals eine Top 5 der Items gemacht? Ansonsten wäre Murray müsste weit auf der 1 sein, ja. Vorne. Vielleicht noch die Knarre aus, die sprechende Knarre aus, ne? Lost, ja. Nee, nicht aus, Lost and the Damned, sondern Shadow of the Damned, genau. Zum Beispiel. Now that is a big boner. Ja, es gibt einiges. Ich überlege ja eh für dann Rocket Beans TV jetzt nicht klassisch. Soll ich klicken, oder? Ja, klick mal. Weil nicht klassisch Top 5 waren, sondern etwas andere, schrägere Top 5s. Hattest du gerade? Okay, jetzt. Und, okay, ah. Tanzt, Leute. Schlampen, Tag ist aus. Tanz. Kann nur tanzen. Oh, ich vermisse es. Das ist ein bisschen traurig. Er rührt sie nicht mal mehr. Mann, die Jungs hätten sie echt nochmal reinbringen können. Die waren das Highlight. Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Das waren das Beste. Oh Gott, was ist denn... Aber die anderen hier, Matrix-Boys, sind noch da. Die stehen einfach den ganzen Tag, stehen die da und gucken auf die Ecke hier. Wirklich. Vielleicht werden die noch wichtig und die bewachen hier hinten irgendwas. So, bestimmt. Mal die gelangweilte 40-jährige Hausfrau hier. Therese wird dich fressen bei lebendigem Leib, Babyface. Babyface. Kommst du nachher wieder, Süßer? Falls da noch was von dir übrig sein sollte. Da steht einfach nur, auch der Barkeeper, einfach nur mal so in Lederkluft.
Okay, die war. Das Mann, war diese ganzen Räume, das ist alles für nix hier. Wofür seid ihr überhaupt hingegangen? Wofür seid ihr morgens aufgestanden? Hä? Guck mal, ich wette, der hat uns das letzte Mal nicht vorbeigelassen. Da ist der Quälraum, wo wir mit dieser Borderline-Invitation. Ah. Hey? Staubmeister, du hast da drin nichts zu suchen. Du bist nicht uncool genug. Ich habe den Zettel hier. Ja, der Zettel sagt, ich darf da hinten rein. Nee, weil erst trottet der Gelangweil wieder weg. Keine Erfahrung mit Türstehern, der Herr. Wirklich? Oh oh. Ist das der Zettel? Oh oh. Ich glaube, das war die Einladung. Doch, das ist es nicht. Das hier war der Brief, doch. Lass mal gucken. Aber, ach so, okay, steht da wirklich Borderline Invitation? Wenn du drauf bleibst? Scheiße. Okay, das ist es nicht. Müssen wir den irgendwie wegkriegen. Da auf den elektrischen Stuhl dann setzen. Ja, nee, es geht alles nicht. Er ist der Thundertaker. Driver, I'm ready to go. Get me out of here. Buckle up, Teddy. Da ist der Typ. Die haben wir alles abgesucht. Links geht's nicht, da geht's nicht, runter geht's. Und jetzt drehen geht auch nicht. Kann man denn nur da. Hier noch? Ah, da ist sie ja. Perfekt. Unser Sexmäuschen. Hi. Ich habe wieder meine beste Jeansjacke angezogen. Meine einzige. Warum bist du so weit weg? Komm näher, Greg. Da bin ich. Hallo. Oh, muss ich jetzt immer hier klicken, ey. Spiel doch mal, spiel ich doch selbst Spiel. Ich hoffe, sie hat Jocelyn auch dabei. Flott, flott. Wie geht's denn deinem Bauchnabel? Geht's gut. Oh. Hast du gewusst, dass es unheimlich erregend ist, an einem Nabelring zu ziehen? Das Gefühl jagt dir einen Schauer an der Wirbelsäule entlang. Was machen wir heute Abend, Therese? Du wirst schon sehen. Und bringt da so einen Power-Akkuschrauber gleich raus. Ja, sie hat hier so ihr Silberbesteck, ja, altes Silberbesteck. Das werde ich hier heute alles einführen. Nacheinander? Die alten Silberlöffel meiner Oma. Los, trink aus. Ich bin aus Versehen auf diese. Der Arzt, der Doktor, ich bin wirklich aus Versehen auf diese Silberlöffelsammlung. Der Vater von Bruce Willis in Pulp Fiction, der hat die Uhr nicht da reingepackt, damit der Viet Cong sie nicht findet, sondern das waren die Sadomaso-Touri-Spielchen. 5 ganze Jahre lang trug er diese Uhr in seinem Arsch. Und danach trug ich die 137-teilige Silberlöffelsammlung. In meinem Arsch für 2 Jahre. Und dann Umschnitt, so der Junge isst gerade Cornflakes mit dem Löffel. Das ist auch eine gute Idee. Komm, Curtis. Ich muss noch meinen Traubensaft fertig trinken. Na los, komm schon. Wie so ein Arztkoffer, ne? Wirklich, machst du auf, Skalpell, da ist alles drin. Genfer Konvention, nicht mit mir. Okay, jetzt wohl in den After-Show-Backroom. Jetzt geht's ab. Hey. Hey, guck mal, jetzt viel stecheriger, ne? Hör zu, Therese ist schon hier. Sie hat mir gesagt, ich soll nachkommen. Na, da habe ich heftige Zweifel, mein Freund. Ah, es schlägt jetzt also die Zeit des Briefes. Ich gehe jetzt zurück, damit ich nochmal hingehen und den Brief zeigen kann. Anstatt den Brief da jetzt rauszuholen und ihm zu geben. Wenn du das willst, spiel ich dein Spiel mit. Spiel das Spiel mit dem Krokodil. Das ist der Krokodok. Ja, Krokodok. Aber mach schnell zu, das Krokodil gefällt zu. Schnapp gefährlich zu. Spiel das Spiel mit dem Krokodil, du bist der Krokodok. Krokodok. Ihr habt hier nichts verpasst im Spiel, keine Sorge, macht euch keine Gedanken. Bestimmt ist der Krokodok gleich auch so ein Quälinstrument. What the fuck ist das denn? Das ist so ein typisches. Ah, fick dich. Ist, so wäre es bei Resident Evil. Typische Tür dich. Von einem Chef. Okay, links. Wollt ihr mich verarschen jetzt? Komm, okay, was ist hier die Regel? Was soll passieren? Ich mach mal ganz plump. Nee, geht nicht. Okay, oh, also. Blau in die Mitte. Es kann ja immer nur eins sein. Ja. Also welches. Blau würde ich sagen. Inwiefern ändert sich hier überhaupt was? Moment. Alle 4 blauen. Ach, das muss ich noch aktivieren. Okay, das war's nicht. Okay, ey. Doch.
Was ist das für ein Logo? Pass auf, dass die Zenobiten nicht reinkommen. Das kann's doch nicht sein. Oder wenn das das Rätsel ist, lass ich mich doch schepp. Einmal alles ausprobieren. Es muss was anderes sein. Es ist vermöglich so einfach! Alter, why? Oder komm, verarsch mich doch. Mach doch lieber einfach eine Ladezeit von einer Minute. Ich meine, das kommt auch selber raus. Wirklich? Bitte einfach, bitte warten. Das, bitte Spannung, das warten. War eine starke Beleidigung. Das ist wirklich ein Kinderrätsel. Das kannst du einem Dreijährigen, ja. Der lacht dich aus. So Streckbankhausen. Angekommen. Oh, du hast das Geheimnis des Rechtecks gelöst. Dann bist du würdig, um dich hier strecken zu lassen. Ja, kann ich mich drehen oder geht der wieder raus? Okay. Wenn ich diesen Screenshot gesehen hätte, in der Powerplay oder was auch immer, er steht da in seiner Jeansjacke vor der Streckbank und alles, hätte ich gedacht, ja, schön für euch. Das hole ich mir. Das hole ich mir, vielleicht. Hole ich mir die Demo-CD von der PC-Player. Oh Gott. Ey, 4 Millionen, Leute. Ich meine, wir lachen ja auch nicht. Und rund 4 Millionen sind... 4 Millionen, Leute. 10 Millionen inflationsbereinigt. 30 Millionen D-Mark sozusagen. Alter. Dieselbe Maske nochmal. Ja, und auch so eine Boxhandschuhe-Ding. Ich verstehe das alles nicht. Ich meine, ey, das ist doch mal so, ist jetzt halt auch nicht so mega krass, ey. Das haben sie bei Schreckenden Familie sind ja, sie schon mit Sadomaso Klamotten rumgerannt. Der Gag ist nun wirklich, glaube ich, in den 60ern war das nicht mehr schockierend. Alter, echt, ey. Wie verklemmt kann man denn sein? Wirklich. Surprise! Bumsen! Es passt wirklich alles gut zu so einer Spiegel-TV-Reportage, ja, alles, gell? Sexclub, erotische Spiele. Svetlana 44, ja, gezwungen vom Schieberring hier. Ja. Wir erhalten Einblick in den geheimen Sexraum. Des, voll angekleidet. Borderlines. Borderline Ficky Ficky zu machen. Mit Klamotten, Geschlechtsverkehr haben. Trocken ficken. Das war aber, also dafür hätten sie jetzt, finde ich, nicht in den Raum auch gehen müssen, oder? Also das ist angezogene doch nicht... Hose und alles. Aha. Warte mal, war das jetzt das Harte, was sie ihm versprochen hat, dass die Leute dabei zugucken? Aber über den Kameramann regt er sich nicht auf. Ich wurde gerade missbraucht. Ach Gott, das war jetzt echt, das ist. Ey, springt er jetzt auf sein Bett und dann... War das jetzt echt der Höhepunkt? Ich verstehe es nicht. Tatsächlich, er springt auf sein Bett. Er hat doch sogar seine Hose noch angehabt. Wirklich? Er kann sich noch nicht mal beschweren. Die haben noch nicht mal was gesehen. Wirklich. Und selbst dieses Spiel, das hat ja schon mal Tetas gezeigt. Oh, diese Maske. Ah, wo kommt die denn her? Mein innerer Gimp. Moment. Ja, nachher. Oh nein. Oh oh. Bedeutet das etwa? Mir ist es scheißegal. Oh. Naja, okay. Viel mehr würde von ihr ja auch nicht dazukommen, oder? Wird sie jetzt von Zombie Craig. Na, no? Oder? Oder müssen alle das im Büro so, nee, sterben? Das ist so ein YouTube-Schminkvideo, glaube ich. Ein bisschen, ja. Frau Tutorial. Und dann nimmt er ein bisschen Rubinrot, weil das unterstreicht die Augen sehr gut. Moment. Steht da jemand hinterm Kameramann? Hallo. Sind Sie es, Bill Clinton? Ne? Ich weiß, dass du da bist. Hallo. Ich sehe doch dein Messer. Komm schon. Ist das ein Messer oder freust du, dass du mich siehst? Es ist ein Messer. Wer ist da? Moment. Oh, guck mal, die... Oh. Ah, nee, alles wie immer. Oh. Ey, jetzt musst du nur noch den Daumen hochgeben. Ah, wir lassen ihn lieber mal alleine, ja, ist ganz gut. So, eigentlich müsst ihr doch genau auf sowas jetzt stehen. Oder, na gut, nicht ganz. Ja, aber was genau ist denn jetzt passiert? Ich habe wieder kein, ich habe nur Blut gesehen, aber... Ja, es wurde ein bisschen gezogen und... Was, wie, wo, wie ist sie jetzt gestorben? Sie hat irgendwie so einen Riesenball ins Gesicht gesteckt bekommen. Und jetzt kriegst du noch einen Elektroschock. Von ihrem Blut. Das funktioniert so nicht. Leitet denn Blut so gut? Ich glaube, gut? Nein. Ich glaube, Blut. Also, ich weiß nicht, aber ich glaube, Blut leitet nicht. Nee. Es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Aber er hat es ja zum Glück nur geträumt. Ja. Zum Glück.
Und jetzt geht's. Ey, macht er wieder. Zieh dir ein Hemd an. Echt, ey. Das ist nicht so geil. Oh, oder wollen wieder. Sie die gleiche Cutscene benutzen nochmal? Ja, die waren nur an einem Tag da. Und er hatte an dem Tag kein Hemd, leider. Ja. Also, wo waren Sie? Ich war mit Therese im Borderline. Sehen Sie nicht hier diesen Neu? Ja. Sie können meine Ratte fragen, die kann es bestätigen. Ich weiß, dass Sie im Borderline waren, Craig. Mindestens 20 Leute haben Sie zusammen mit Therese gesehen. Und zwar knapp eine Stunde, bevor sie im Bad ermordet worden ist. Oh Gott. Oh nein. Oh Gott. Oh man. Oh God. 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 So, warte, doch. Wir müssen diese Pose zelebrieren, finde ich. Ja. Das ist. Ja. Also hier. Das ist die Pose eines. Macht sein Körper gerade ein Gesicht? Schau doch mal die Brüste an. Ja, sein der Bauch Körper so. Hat die Augen. Ja, guck mal hier so. Ja, krass. Ey, vor allem die gute alte Picard-Schule müsste ja eigentlich beherrschen und wenigstens den Bauch einziehen. Mhm. Oder wenigstens jetzt den Bauch einziehen, wenn ich drüber hovere. Na gut, quatschen wir weiter. Ne? Ja. Was ist mit dir passiert? Ich bin sicher, das wissen Sie. Verdammt, ich hab's nicht getan! Ich denke doch, Sie Arschloch. Ihre Verhaftung ist nur noch eine Frage der Zeit. Ich hoffe nur, sie erfolgt rechtzeitig, bevor sie ihr nächstes Opfer schlachten. In Haft nehmen dann? Nee, sie hat ja keine Verdachtsfälle. Ich mochte Therese. Ich hätte sie niemals töten können. Niemals. Das erstaunt mich. Sie beide hatten ja eine ungewöhnliche Methode, sich gegenseitig Gefühle zu zeigen. Ja, na und? Bitte, Detective. Ich will wissen, was mit ihr geschehen ist. Da wäre eine ganze Menge aufzuzählen. Oh ja. Erzählen Sie mir alles. Wenn Sie die Kurzfassung hören wollen, jemand hat sie zuerst aufgehängt und dann gebraten, und zwar in ihrem eigenen Blut. Ja, mehr davon. Ich krieg ihn. Wer immer das getan hat, ich krieg ihn. Ich bin sicher, die braven Bürger werden besser schlafen, jetzt, wo Sie das sagen. Sie sollten sich an Paul Warner halten. Der steckt hinter all dem. Er schreckt vor nichts zurück, um dieses Schwellenprojekt zu retten, was immer es sei. Ach so? Tja, dann werde ich ihn wohl schleunigst verhaften. Schwulenprojekt. Oh, nur für die Akten. Woher haben Sie diese Informationen? Von Außerirdischen? Raus hier! Machen Sie, dass ich rauskomme! Gut, aber ich komme wieder, Sie Hurensohn! Ich komme wieder und nagle Ihren Hintern an die Wand! Ja, aber ich will das doch! Sie hat, glaube ich, einmal, also die Schauspielerin hat einmal irgendwie Madlock gesehen. Nee, nicht Madlock. Irgendeine schlechte Agro-Version von Madlock und denkt, so sind alle... So müssen die sein, die Detectives. Sie hat Mark Madlock gesehen. Sie verfickter Hurensohn, ich werde sie dran kriegen. Das ist das Letzte, was ich mache. Wenn man es so ernst nimmt, sollte man den Job nicht machen. Oh, Post. Oh. Apropos Post. Wo ist die Post? Die müsste längst gekommen sein. Oh nein. Da kommt sie. Es ist ein Körperteil deiner Freundin. Oder als zwei. Einschreiben. Wir haben einen Brief aus ihrem... Was auch immer gemacht. So, ene mene mu. Ja toll, der Mauszeiger. Bald. Oh nein. Mann, dein einziger Beweis. Ja, ein morphendes, schreibendes Blatt Papier. Zeig das der Polizei und nein, die sagen, muss zerstören. Wir glauben dir alles. Und was steht jetzt drauf? Jetzt wird daraus ein Mac. Es heilt sich wieder zusammen. Computer. Siehste? Und weg ist es. Ich gebe auf. Noch Logik. Zu finden. Okay, gehen wir zur Arbeit. Verdammt, ohne Brieftasche kann ich nicht weg. Nee. Was? Warum? Wo könnte sie wohl sein? Ah, lass mal checken. Nee, da ist sie gar nicht. Sie ist Ratti bestimmt. Oh nein, sie ist tot. Blob ist tot, hoffentlich. Ich hab dich lieb, Blob. Deswegen fütter ich dich nie. Und was auch passiert, ich sorg dafür, dass sich jemand um dich kümmert. Schnitt tot. Du hast es versprochen. Du hast es versprochen. Ich habe letztens gelesen,
auch auf Reddit irgendeine Veterinärmedizinerin, was weiß ich. Und zwar ging es darum, dass wenn du stirbst, Hunde, weißt du, die neben dir jaulen und verhungern langsam. Katzen, in dem Moment, in dem du umfällst, bist du für die Todesfleisch mit leckeren Augen. Und dann wird gleich mal wird geschleckt. Ach, er macht gar nichts. Okay, rum. Dann tut's dir sicher, kann ich ja jetzt nicht, ja. Oder? Sag nochmal was, nee? Okay. 3, 2, 1, meins. Wirklich 3, 2, 1, meins, genau so. Und deswegen sind Katzen ganz gemein. Und ich muss mal denken, ich habe eine Katze und wenn ich umfalle, dann wirklich mein letzter Gedanke wäre, oh fuck, die dumme Katze. Weil ich keinen Bock hätte, dass sie meine Augen ist. Das ist unangenehm. Es wird automatisch dein letzter Gedanke sein. Und es wird, die Katze wird wirklich in dem Moment, die wird nur drauf warten. Deswegen. So ein, ja wirklich. Es gibt ja diese Anzeichen, dass Katzen, deine Katze versucht, dich umzubringen. Und da gibt es also diese... Wenn sie auf dir so rumtreten und so versuchen nur zu checken, wo die weichen Stellen sind. Eigentlich zu sehen, ja, wenn du schläfst, dass sie da schon mal ein bisschen in die Herzkammer reingräbt. Ja, wie oft eine Katze auch einmal auf dem Gesicht schläft, das sind alles Anzeichen, dass man da vorsichtig sein soll. Ja. Ersticken mit ihrer Liebe. So. Vielleicht im Schlafzimmer, dass deine Brieftasche noch rumliegt. Oder in dem Gimp-Anzug. Moment, erstmal gucken. Spiegel-TV wahrscheinlich. Genau. Tatsächlich. Da ist sie wahrscheinlich. Ach, da ist sie ja. Ja. Hast du meine Brieftasche gesehen, Craig? Ach, ach Gott, ey, zum 100.000. Oh Gott, ja. Also die Wirkung ist weg. Aber die haben sich trotzdem die Mühe gemacht, jemanden mit einer Axt hinzustellen, nochmal so ein bisschen Zeug drüber zu springen. Warum die ganze Mühe? Das ist der wichtige Moment, der wichtigste im ganzen Spiel, Mann, diese Axtszene. Ja, ihr habt euch hier wirklich gar keine Gedanken gemacht, oder? Wirklich null. Immerhin schön, der hat so eine Almost Daily Tasse. Ja, das ist die Almost Daily Tasse. Ja. Die Almost Daily Tasse kann nämlich in der Zeit reisen und sich in schlechte Spiele eben nachträglich reinmontieren. Finde ich auch. Ihr solltet überhaupt unser Merch in lauter alte Sachen reinmontieren. Wie beim, ja, der Szene, wo Han Solo in Carbonit eingesagt wird. Ja. Ja, da war auch ein... Wäre ganz gut, wenn er parallel, während er eingefroren ist, die Tasse und die Tasse dann noch älter war. Ja, sowas zum Beispiel. Oder auch gut, der Moment, wo Credo schießt. Genau. Ja, und der Kopf, der so George Lucas-Style genau nach links geht, dass vielleicht er dann auch so eine Tasse und dann noch so ein draus nippt in dem Moment. Also man kann eine Menge Tassen. Man kann eine Menge. Es gibt noch nicht genug Tassen von uns. Finde ich. Das sind Special Editions, auf die würde ich mit meinem Namen stehen. Es gibt ja noch mehr. Mit deinem Namen, ja. Okay, ich klicke nochmal in den gefährlichen Spiegel der Vision. Was wird passieren? Das Roulette rollt. Ich wäre überrascht, wenn mal nichts passieren würde. Ja. Er müsste sich mittlerweile auch sagen, Business as usual, oder? Mich würde es wundern, wenn nichts passiert. Mittlerweile wundert es mich nicht, dass er sich gar nicht mehr wundert. Ja. Also, aber am Anfang hätte ich ein bisschen mehr Wunderung schon gut gefunden. Guck doch nochmal bei der Schublade dort nach, vielleicht. Auf der anderen Seite vom Bett. Du meinst, wenn man hier einmal so macht, oder was? Nee, auf der anderen Seite, im Schlafzimmer vom Bett, da gibt es dann noch die Schubladenseite. Okay. Also nach rechts. Oh, das ist ein... Nee, ich dachte, da wäre ein Buch. Nee. Ein Arm. So was. Ja, okay. Was das jetzt sollte? Damit man irgendwas macht. Einfach nur, damit man irgendwas macht. Damit man nicht merkt, wie man einfach anal vergewaltigt wird. Also in einem. Nein, ach, kannst ja wegpiepen. Ja. Aber in so einem Kontext von der Story. Du weißt, was ich meine. Ja, sie nimmt ein und sie suggeriert einem, ich bin voll die gute Story. In Wirklichkeit ist das eine ganz hinterlistige Schabracke, die sich mit schlechtem Make-up gerade so noch gerettet hat. Hey Baby, Probleme mit der Einspritzpuppe oder brauchst du vielleicht einen neuen Kolben? Nee, einen Kolben habe ich schon! Entschuldigung. Du kannst jetzt nicht mal mehr... Ich verstehe deine Wut. Nee. Diese Psychoscheiße und wie es sich suhlt in diesem Wissen, dass es so deep ist und voll die krasse Auflösung noch lauert. Nee, Mann. Jeder weiß es. Du bist dein eigener Spoiler, du Scheißspiel. Die Psychiaterin nochmal anrufen vielleicht, von wegen neuen New Appointment. Dass du die Karte aufs Telefon benutzt, weil du konntest ja gerade die Ausgangstür nicht anklicken. Aber das letzte Mal, als wir da waren, ist es ja nicht so geil geendet.
Wir wollen auf jeden Fall uns einigen, weil das ist die einzige Frau, mit der wir noch potenziell was haben könnten. Ja, aber die verrät einen ja voll. Die verrät direkt den Hippokratischen Eid. Aber das macht mich scharf. Ich muss sofort mit Dr. Harburg sprechen. Ich hab schon wieder einen umgebracht. Ich habe große Probleme und ich... Ich verstehe. Einen Augenblick, bitte. Es tut mir leid, kein Termin für Sie. Herr Dr. Harburg? Doktor, hier ist Curtis. Ich hab Probleme und muss Sie sehen. Ja, Sie haben Probleme. Es geht um Therese. Sie ist ermordet worden und ich... Aber um Gottes Willen, rufen Sie nicht Dr. Merrick an, der steckt auch dahinter. Die stecken alle dahinter. Und ich, oh Gott, Doktor, ich muss sie sehen, ich muss sie. Ist ja in Ordnung, Curtis. Kommen Sie gleich rüber. Ja, gut. Ich würde mich so fernhalten von dem Typen. Wenn da kein SWAT-Team oder sowas gerade da ist. Weil, guck, genau, ja. Die sitzen schon da. Die sitzen daneben. Nein, Dr. Merrick, sind Sie es? Trisha, können Sie den Sicherheitsdienst verständigen? Ein Patient ist auf dem Weg hierher. Er hat eine schwere psychotische Krise. Aber bitte, hindern Sie ihn nicht daran, reinzukommen. Sagen Sie dem Sicherheitsdienst nur, er soll sich bereithalten. Mach ich, Doktor. Das wird irgendwann dein Tod sein, Mädel. Hä? Was denn passiert? Ich hab's auch nie mitbekommen. Schmilzt gerade mein Telefon. Ah, sie hat natürlich gemerkt, dass sie da abgehört wird. Ich weiß nicht wie, aber sie hat's gemerkt. Mhm. Oh, Scheiße. Merrick. Ja. Du verfluchter Spion. Verdammter Schweinehund. Curtis. Oh nein, sie hat Curtis verraten dadurch. Er hatte recht. Er gehört mir! Oh, rat mal, wer auch tot ist. Dr. Harburg? Oh oh. Ja shit, jetzt wird's echt eng für ihn. Jetzt ist es nicht mehr viel übrig. Jetzt muss nur noch die Polizistin sterben und dann ist aber alles okay. Das ist okay, dann kommt ihm keine auf die Schliche. Du warst dein Vorbild. Ach ja, die Leiche ist hinterm Tisch. Die Leiche ist hinterm Tisch. Die Leiche, die ist immer hinterm Tisch. So, Pillen. Die würde ich auch einstecken. Ja. Die Schokolade, da würde ich auch mitnehmen. Schokolade würde ich auch mitnehmen. Ein bisschen Ethanol. Zigang. Was ist das? Siehst du, das ist ihr Gesicht. Ihr geschmolzener... Schöne Arbeit, Curtis. Einfach spektakulär. Der gute Doktor ist wirklich dein Meisterstück. Ich war das nicht. Es wäre nicht möglich, ich war gar nicht hier. Du hast nicht deine Hände benutzt, Curtis. Das war nicht nötig. Du benutzt deinen Verstand, deinen kranken, verdrehten, mörderischen Verstand. Fang es! Fang das Ding! Oh Mann! Ja, aber also. Nein, er sieht den Therapeutenteppich. Ja, geh mal. Nein. Also auch, wie will er diesen Teppich verursacht haben? Okay, greif seine Waffe. Jetzt! Patsch! Hey du! Oh. Ein Schuss löst dich! Oh nein! Curtis hat sich selbst umgebracht. Er wollte es nicht anders. Vielleicht ist es besser so. Okay, ja, durchgespielt. Wir werden nicht erlöst. Okay. Eigentlich war, müssen wir genau das wieder machen, ja, oder? Gibt es denn was anderes? Eine Box? Ja, nee, springen das? Ich will ja nur hier noch irgendwas. Nee, du musst jetzt. Nee, du musst das. Also irgendwas musst du da angucken, benutzen. Dann kommt genau. Und dann und was jetzt noch? Was ist denn hier noch? Bücher da hinten. Wo geht's weiter? Auf der anderen Seite. Guck mal. Was denn? Zur Tür. Da hat sich gerade das Icon verändert, dass du drüber gegangen bist. Vielleicht war das auch nur. Nicht kämpfen, abhauen! Hey! Hey! Guter Gott, Doktor! Der Doktor-Teppich. Ey. So. Ja. Also erstmal nach Hause, da werden sie uns nicht suchen. Da werden uns keiner suchen. Borderline, da Borderline sind wir können wir es nicht. Ja, wir müssen, zu Wintech, ne? Aber wir haben noch nichts Neues herausgefunden und nichts. Nee. Es ist nichts passiert.
Und ich meine, das erwarten sie wahrscheinlich auch, so oft wie wir da aufgetaucht vielleicht sind. Vielleicht gibt es neue Mails oder sowas von Trevor für neue Sicherheitsstufen. Okay. Der Täter wurde festgenommen, als er an seinem Arbeitsplatz seine Mails checkte. Okay, wundern wird es mich auch nicht. Soll ich meine Mails checken? Ja, mach das, bevor wir dann da unten sind, 50 Sachen anklicken. Ja, hast recht. Und dann fragen, ah, verdammt, warum haben wir die Mails nicht gecheckt? Oh. Tja, hier wurden viele Leute umgebracht. Von mir. Ich meine, nicht von mir. Hallo, Curtis. Die Arbeit ruft. Input. Curtis, dieser Wahnsinn macht dich so unattraktiv. Unattraktiv und dumm. Dann, ja, sie schaffen es irgendwie echt, alles falsch zu machen, was man bei einem guten Hauptcharakter irgendwie beherzigen sollte. Alles konsequent. Beim Schäppke hatten wir doch, den Rechner. Doch an den Computer. Ja. Was für ein Quatsch, dass wir mittlerweile nur noch, dass wir beim Chef ins Büro einbrechen müssen, um unsere E-Mails zu lesen. So weit ist es schon gekommen. Es ist meine Ausrede immer. So. Okay. Mhm. Halluzination. Was soll ich da so sagen? Hallo, die Zination. Zination. Die Cination. Hä? Die Glücksbärchis? Was willst du von mir? Ich will nur, dass du glücklich wirst, Curtis. Du bist doch schon fast wahnsinnig, nicht wahr? Wäre es nicht viel angenehmer, einfach aufzugeben? In der Anstalt wird man sich gut um dich kümmern. Lass mich endlich in Frieden! Das sind doch die Zenobiten. Ach, guck mal, das steht da auch noch. Oh, sehr gut, da kann man ein bisschen reden. Ja. Wer bist du? Erinnerst du dich nicht an mich, Curtis? Ich bin ein Teil deines eigenen verdrehten Verstandes. Der Zwilling. Gib doch einfach auf. Lass mich nur machen. Du wirst sehen. Dann geht es dir viel besser. Es tut nicht weh. Nur ein wenig. Nein! Nein! Jetzt ist es weg. Jetzt können wir hier vielleicht beim Schäppke doch nochmal gucken. Ich hoffe, dass sich Trevor nochmal meldet. Kann man jetzt von da rein? Ja. Immerhin. Immerhin etwas. Ja, ja. Guck mir nicht an, ihr Tierchen. Irgendwann hänge ich da auch an der Wand. Und zwar verdient. Okay. Erstmal unsere. Unsere Blob. Ah. Okay. E-Mails werden gecheckt. Ah, guck ja, mal. Ja, für ein bisschen. Oh, guck mal, unbedingt lesen, das war das. Therese. Warum hast du mich umgebracht, du Hurensohn? Warum hast du E-Mail-Kontakt? Von wo kommt das denn? Ja, gut. Ja. Aber wir waren es doch gar nicht. Vergiss Wintec und hau sofort ab. Marion C. Familientreffen? Wer bist du denn? Bald sind wir wieder vereint. Oh, mein Liebling, mein Monster, mein Kind. Bald werden wir auf ewig zusammen sein und dann kann ich dich umbringen, du mordende Missgeburt. Ich reiß dir dein schwarzes Herz aus dem Leib. Bald. Die E-Mails sind super. Lieber Curtis, ich glaube, wir sollten lieber jetzt sofort ins Krankenhaus. Der nette Dr. Merrick, ach, von ihm selbst, kümmert sich um alles. Da müssen wir nicht mehr denken. Wir müssen nichts mehr fühlen. Wir müssen nur noch entspannen und Thorazine nehmen. Wenn wir genug davon nehmen, fühlen wir nicht mal die Skalpelle und die Elektroschocks. Er hat versprochen, dass es nicht so schrecklich wehtun würde. Ich vertraue ihm. Du nicht? Beeil dich, Curtis, bevor wir noch jemanden umbringen. Ja, bla. Also ich wäre als Curtis mittlerweile auch echt an einem Punkt angelangt, wo ich denke, Spam filter an... Mir alles voll egal, komm. Lass mich bitte aber nur noch in Ruhe arbeiten. Ja, warum? Irgendwann wünschst du dir auch, ich will jetzt auch mal eine E-Mail vom nigerianischen Prinzen bekommen, 50 Millionen Dollar. Ich hätte gerne lieber Spam gehabt, als das ist noch wertloser als Spam. Warte, Achso, auch oder was? Nee, log. Ich weiß gar nicht mehr, was für das war, aber mit dem Schäppke einloggen. Okay, Paul Warner, Carpe Diem, ne? Ja. So.
Hier, Grafik? Das ist okay. Wichtig. Okay, klick mal auf Grafik drauf. Was gibt's zu sehen? Warte kurz. Wow. Und drucken. Ah, ich verstehe. Ah, das für diese... Vielleicht dafür, ja, aber auf jeden Fall brauchen wir das Symbol, glaube ich, bald noch. Ja, und so damit wir das merken können. Uns. Ja, es musst du bestimmt wie bei diesem Sadomaso-Club irgendwann irgendwas eingeben. Okay. Ja. Na gut. Okay. Wäre noch was wahrscheinlich. Ja, aber das hat sich ja gelohnt. Ja. Genau. War nicht schlecht. Schublade. Haben Sie irgendwas, vielleicht irgendwas Neues in die Schublade noch gelegt? Ja, wer weiß. Die Lösung des Spiels. So. Dann hier, da. Runter? Ja, würde ich auch sagen. Aber runter. Was haben wir denn jetzt Neues herausgefunden? Das was uns da unten hilft? Na, es ist viel passiert. Vielleicht befinden sich da jetzt Personen oder Paul Allen Warner hat die Tür geöffnet mittlerweile unten. Das ist ein Versuch wert, ja, stimmt schon. Ha? Hier ist jemand. Oh nein. Alter! Oh! Holy fuck! Das ist der schlapprige Zwilling, oder? Oh nein! Ha? Es riecht nach Zwilling. Oh nein! Johnny Hesletto. Er ist der Zwilling. Ja, er ist das Monster die ganze Zeit gewesen. Oh nein, what a twist! What die a E-Mails twist. Hatten recht. Wenn ich jetzt M. Night Shyamalan dort irgendwo sehe. The E-Mails were right. The E-Mails were right. Während man irgendwo reingerollt wird. So stelle ich mir das vor. Oh Gott, das ist gefühlt. Ich spiele mir das halt zu lange. Man muss auch sagen, wir haben es immerhin an zwei Abenden jetzt mal durchgerockt. Ja. Und ich hoffe, dass es bald zu Ende ist. Weil dann hat es auch, okay, zwei Tage meines Lebens kann ich, muss ich nicht, aber geht. Es ist zumindest unser Schmerz für eure Unterhaltung. Da unser kann man es wieder einigermaßen. Ja. Und da sind wir eigentlich beim Sadomaso-Thema. Unser Schmerz ist eure Unterhaltung. Ja, eigentlich schon, tatsächlich. So meta, diese ganze Reihe hier. Okay, das brauchen wir nicht nochmal. Nee, kannst da rein. Okay. Oh, aber jetzt mal sehen, was... Ist dieselbe, oder? Ist dieselbe Animation, die wir hatten, aber... Da ist was Neues. Oh, da können wir, okay. Ein paar neue Regler und Schieber und Drücker und Zieher. So. Da siehst du. Du musst den empfangen. Was soll das sein, Mann, was du da drückst? Den submolekularen, was war es nochmal? Ach Gott, nicht Kapitium, Rosette. Ja. Grüße, PA Warner. Wann erhalten wir das lebende Rohmaterial? Unsere Künstler, unsere Heiligen, unsere Wissenschaftler warten. Sofort, Warner. Die lebende Ikone, benötigt lebendes Material, um zu überleben. Wir verweigern uns nicht. Wegen lebendiges Material beschaffen, liegt an dir, PA Warner. Wir können diese Entscheidung nicht beeinflussen, bitte Lieferung des lebendigen Materials beschleunigen. Wir glauben, ungeduldig zu sein. Wir verstehen nicht, wir glauben, irritiert zu sein. Tritt ein und sprich. Es endet immer in... Ja, jetzt müssen wir... Das Symbol, komische, das gedruckte, ne? Das PDF, ausgedruckte PDF ist... unser einziger Zugang ist Alien-Technologie. PDF ist Alien-Technologie. Ah, aber es klappt nicht. Doch. Ach doch, da. Es klappt nicht. Ach. Scheiße. Jetzt die Zugangskarte? Wir haben nichts verändert. Ist egal. Also was wird schon passieren? Ja, wir sterben halt. Ja, aber vielleicht sterben wir anders. Nee. Das ist das Gleiche? Okay, wir springen die Cutscene. Schnitt, Grabstein. Das haben wir auch jetzt schon aber probiert. Ja, was sollte jetzt gehen? Vielleicht? Ich sag doch nicht, dass das der gleiche Kack ist wie... Bitte tritt ein, PA Warner. Ich klick. Mann, jetzt mal im Ernst so. Was wollt ihr denn von uns? Komm jetzt hier... Scheißen Drecken. Also nicht, dass das was bringt. Nee, bringt nichts. Okay. Ich werde einfach mal, du googelst nochmal nach. Ja. Ob sich nicht irgendwo eine Lösung findet. Und ich versuche idiotenmäßig einfach alle Items zu benutzen.
Wir haben vielleicht auch irgendwas noch übersehen, aber wir haben doch so viel eingesammelt, so viel erlebt. Überall sucht man nach uns. Wir müssen jetzt mal langsam den Sack zumachen. Oh, okay. Ja? Wir hätten auch nicht da runtergehen sollen, sondern erst in den Computerraum. Welchen Computerraum? Da, wo die Tür, die kleine, gewesen ist. Und ich glaube, das sollte dann auch der Abschluss dann sein für diese Folge. Ja? Mhm. Aber uns dann dahin begeben. Denn die kleine Tür. Das, was ich lesen müsse, macht mich traurig. Moment. Da. Ja. Enjoy. Blue Screen of Death. Oh. Trev, du hast mich höllisch erschreckt. Curtis, hör zu. Hör zu. Ich habe das Netzwerk der Firma geknackt. Lass die Finger davon. Es ist übel. Das kann ich nicht. Ich kann nicht aufgeben. Du verstehst nicht. Du verstehst nicht, Curtis. Ich habe Zugang zu sämtlichen Dateien. Ich weiß alles. Die stellen illegale synthetische Drogen her. Curtis. Die haben schon früher Morde begangen. Oh mein Gott. Ich verständige die Polizei. Das ist der Job nicht wert. Aber Curtis, ich möchte, dass du dich da raushältst. Ich will nicht, dass dir was zustößt. Ich liebe dich. Ich liebe mich auch. Ein Freund wie du ist alles wert auf der Welt. Curtis, du weißt... Ich liebe dich. Aber nicht so. Die Kabel. An die Kabel hat er nicht gedacht. Oh nein. Oh nein. Oh. Er kennt sich doch so ein bisschen aus mit Bondage und ja. So. Das ist aber echt, das ist echt wie unsere Auto. Wie, es ist wie Game One. Und Scheiß. Game One. Die Kabelfolge. Ja, und der einzige sympathische Charakter. Bei uns war es Tim. Hier ist es Trevor, beides mit T. Ja. Beides ein bisschen homoerotisch hier und da. Das stimmt, tatsächlich. Ja. Sie haben wirklich gewisse. Ne. Tendenz. Ja, aber das war jetzt. Das ist so ein Bummer. Das ist wirklich ein Bummer. Trevor! Jetzt hat er ja wirklich bald keinen mehr, oder? Schweine! Das ist wirklich hart. Aber das ist wirklich hart. Mann, wie hängt das denn überhaupt alles zusammen? Also warum die und Kabel? Da liegt die Leiche von Trevor. Ist euch einfach nichts Besseres eingefallen, wie der jetzt sterben kann, oder? Ey, aber das ist also ein Spiel, das kontrovers sein will, aber dann sich kurz vor dem homosexuellen Kuss drückt. Ich fand es aber schon lustig, dass du den ganz sogar gut angedeutet hast. Ja, ne? Habe ich jetzt nicht mit gerechnet? Nee, ich auch nicht. Wusste nicht, dass Curtis so auch so gewisse Tendenzen... Oh. Er hat es ja zum Doktor gesagt. Trevor mag ich auch. Hm. In der Hinsicht ein offener Held. Finde ja, ich okay, aber das finde ich vollkommen gut. Ich schreie, Agnes. Du siehst ihn wieder. Mit gestärktem Kragen. Robocop? Wachsende Nase. Und mit Rabe wickelnder Schnauze. Muss Geist kaputt werfen. Ja, mit Monitor. Konntest du heute mit Monitoren nicht machen, weil die viel zu leicht sind, ne? Ja. Sie ist ja als Licht angeworfen. Ja. Und jetzt auf einmal Trevors Kopf zermatscht durch den Monitor, danke. Ich meine, wir haben es hier mit jemandem zu tun, der offensichtlich Fäuste aus dem Nichts verteilen kann, wie wir schon im ersten Teil gemerkt haben. Mhm. Und trotzdem schafft das irgendwie nicht. Will er ihn umbringen? Scheinbar nicht. Er versucht es auch nicht wirklich, oder? Der Geist, der was auch immer. Ja, aber ich weiß, was jetzt, du weißt, ne? Ja, die Winter-Karte. Ja, jetzt ist es alles Piece of Cake. Karte unten rein, hier, dann die ganzen Zugang, dann lernen wir alles, dann kommt nochmal die Olle, dann kommen 20 Zwischensequenzen, wo mir suggeriert, und dann muss ich irgendein Item benutzen. Ja. Also, oder? Habe ich, glaube ich, ohne dass ich es jetzt weiß, relativ gut zusammengefasst. Du hast es programmiert quasi. Ja. Bis jetzt hierhin. Tja, tut mir leid, Trevor. Ich habe dir auch schon mal geholfen. Okay, Leute, ja, wir werden Trevors Karte zu gutem Einsatz bringen, aber
im darauffolgenden Teil. Ja, und dann ist aber wirklich, können wir jetzt schon sagen, der letzte Teil. Schicht im Schacht. Was? Ah, ne? Schicht im Schacht. Wenn es passt, der nächste Teil wäre der 9. Das wäre dann Symmetrie. Schön. Symmetrie. Schön. Und das heißt ja dann auch, wir wären ungefähr Ende März fertig. Oder? Das ja. ist gut, ja. Wenn wir jede März. Woche, okay, jede Woche einen Teil, ja, da haben wir. Ende so März nicht schlecht, kann man direkt nochmal dann ab März gut. was anderes machen. Finde ich gut, ihr werdet eh dann auch... sommerlich ist vielleicht. Ich bin dann eh für den Phantasmagoria-Marathon-Tag, wo das einfach alles nochmal hintereinander gezeigt wird. Ja, ich, also nicht mir. Ich bin, nein, uns ich, nicht. Ich bin ja nicht verrückt. Nee. Aber es gibt sicher Leute, die das wollen. Ja. Es gibt Leute, die das machen wollen. Wird sicher vom Viacom auch keiner sehen. Es wird, keiner wird Probleme damit haben. So, gleich geht's nächste Woche. Geht's weiter. Viel Spaß. Gleich nächste Woche. Mr. Nacht, Trevor. Ich vermisse dich jetzt schon. Ja, tust mir leid. Dann viel Spaß. Ich werde mir Mühe geben.